Und damit grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Franchised Hockey Manager 5 bei den Entenhausener Hockey Tigers. Und ja, wir haben ein paar Neuerungen hier in dieser Folge. Zunächst gucken wir uns mal wie immer unsere Statistik an. Wie steht es denn in der Bundesliga? Wir haben jetzt schon die mehr wie die Hälfte absolviert, nämlich 46 Spiele. Wir haben also genau noch 30 Spiele, die wir noch machen müssen in der Regular Season. Und ja, Overtimes wird hier bei mir nicht angezeigt, obwohl wir zweimal eine hatten. Interessant. 35 Siege und 11 Niederlagen. 105 Punkte sind auf Playoff-Kurs. Und Kaufbeuren dahinter mit 98 und Freiburg mit 91. Muss man mal aufpassen. Kaufbeuren, Entenhausen, die sollten es schaffen. Da unten wird es auch nochmal eng mit Offenburg, Düsseldorf. Das geht runter noch bis Hannover, die es noch schaffen könnte. Und wir haben eine Neuerung. Also können wir ja auch hier aufrufen. Hier schon so Schnellleiste. Wir haben nämlich letztes Mal schon angekündigt und jetzt haben wir es geschafft. Wenn auch ein bisschen über Umwege. Ich hoffe, dass der Spielstand darunter nicht leiden wird. Rocky Bergmann haben wir hier. Rocky Bergmann ist jetzt zu uns gekommen. Und er hat ja Comeback gemacht, der Rocky. Hat ja früher schon mal Hockey gespielt, hat sich dann zurückgezogen und hätte ein Comeback gemacht und ist jetzt zu uns in der Kader gestoßen. Ein weiterer 5-Sterne-Top-Spieler, der uns natürlich enorm verstärkt. Und ich sehe gerade die Startnummer, die passt mir hier noch nicht. Wir kennen das ja wieder, unser Commissioner Mode. Und erst dann können wir dem Bergmann eine neue Nummer verpassen. Und zwar die 89 hat der Bergmann. Und es geht nur im Commissioner Mode, können wir das machen. Jetzt gehen wir auf Bergmann, jetzt hat er die 89. Genau, dann gehen wir wieder auf die Options und machen die wieder raus. Den erweiterten Modus, denn das ist ja auch der Modus, wenn man mal ein Team wechseln wolle. Ich zeige es jedes Mal gern nochmal, ich zeige es auch hier nochmal. Und das ist auch der erweiterte Editiermodus. So, speichern wir das jetzt. Wir haben nämlich gleich mal wieder ein Spiel zu absolvieren. Und ich würde sagen, ich kann das ja hier viel besser anrufen. Mal gucken, ob der Bergmann. Erstmal hier. Kassel. Das ist unser erstes Spiel gegen Kassel. Dann in München, in der Olympiahalle. Das tun wir diesmal simulieren, weil das haben wir ja schon mal gezeigt. Aber das Spiel gegen Kassel, wie immer das erste Spiel in so einer Folge, wird mal wieder gezeigt und Bergmann ist schon mal gleich dabei und wird auch erstmals spielen für uns. Erstmals Bergmann dann auch schon spielberechtigt für dieses erste Spiel. Da sind jetzt ein paar rausgefallen. Der Meister ist jetzt rausgefallen dafür, weil wir jetzt den Bergmann haben. Und ich würde mal sagen, gucken wir mal, was das so hergibt. Gegen den HSC Kassel und Play Game. Und los geht's. Erstmals nach dem Comeback wieder Rocky Bergmann wieder mit dabei. Hab's ja schon angekündigt, hat sich ja schon in der letzten Folge angekündigt. Und der Bergmann hätte Vertrag unterschrieben für 3 Jahre und ist jetzt bei uns mit an Bord. Aber ein weiterer Topspieler in unserer Reihe auf dem Weg zur Meisterschaft. Und natürlich unsere altbekannten Kassel. Die haben ja den Trainer rausgeschmissen, immer in der letzten oder vorletzten Folge mal kurz in den News gesehen. Oh, Florian Möller und Kassel führt 1-0. Die sind ja nur im Mittelfeld. Und hier können wir uns ja noch angucken, das Team von Kassel. So schaut's aus. Sollte ich eigentlich mir wieder angewöhnen, das vorher zu zeigen, hatten wir auch schon mal gehabt. Unser erstes Live-Spiel. Jede Folge beginnt natürlich immer das erste Spiel live. Das zweite wieder in München, aber diesmal simulieren wir das. Wir haben ja schon mal ein Spiel aus der Olympiahalle gezeigt.
Kassel 15er, neue Trainer, möchte vielleicht doch noch an die Playoffs anschließen. Aber ich glaube, es wird schwierig gegen uns. Also gegen uns natürlich ein mieses Spiel. Also mal gucken, ich habe jetzt schon gesehen, ob der Salary Gap jetzt hoffentlich nicht überschritten ist. Da müsste man der ein oder andere Spieler hergeben. Oder transferieren zum anderen Verein. Mal schauen. Aber wir haben jetzt doch schon eine sehr gut gefüllte Kader hier. Aber Brömme nicht zufrieden bisher. Schon gleich das Gegentor gekriegt. Jetzt wieder die Top-Leute. Schweizer Schmutz, Heibrecht, Bergmann jetzt auf dem Eis. Der Comeback-Mann Rocky Bergmann. Jetzt auch hier mit dabei. Der war auch noch in der ersten Saisonhälfte noch nicht mit am Start. Jetzt pusht der Heibrecht Schmutz. Radim Vaskoa ist der Godi von Kassel. Oh, es läuft nicht gut. Fred Kägi aus der Schweiz macht den Treffer. Es läuft nicht gut. Dr. Udo Brömme ist entsetzt, wie man hier mit dem neuen Kader da muss jetzt was kommen hier. Bei Worik. Vielleicht jetzt Schmutz. Sieht nicht gut aus. Hier auch Boxscores oder Statistics. Gibt es hier Statistics, wie man die vor... Nein, hier ist nicht, wie man die vorige Spiele gespielt habe. Boxscores, da steht auch nicht, wie man die vorigen Spiele gespielt habe gegen das Team. Das kommt dann erst hinterher. Oh, wenn wir hier Boxscores sehen. Nicht mal ausverkauft heute, das E-Sport-Center. Vielleicht jetzt die Chance. Jetzt rollt er wieder weg. Herbstritt, Schmutz. Sau immer gute Leute für ein Tor. Bergmann. Der muss sich erst jetzt einfinden. Schon lange nicht mehr gespielt, aber der Brömme ist nicht zufrieden. Er sagt, jetzt muss mehr getan werden. Mehr Schüsse. Höheres Tempo. Mehr Hittings der Brömme. Mehr Passing. Der Brömme geht jetzt voll aufs Ganze. Sagt, jetzt muss hier mal was passieren. Schon gleich die erste Zeitstrafe für Entenhausen. Weil der Brömme jetzt in der Kabine gesagt hat, zweite Drittel muss jetzt hier was passieren. Und da passiert noch was. Malvorik mit dem 1:2. Kenny und der Armani mit der Vorlage. Ja, Brömme hat die Eis gemacht. Da muss jetzt was passieren im zweiten Drittel. Das war erbärmlich, das erste Drittel. Dass man da so untergeht, das darf nicht passieren. Jetzt, wo wir noch einen starken Spieler mehr haben, muss das doch viel besser jetzt funktionieren alles. Aber Kassel, die geben sich nicht auf. Die wollen natürlich diesen Sieg mit heimnehmen. Aber wir wollen auch drankommen und das Spiel noch drehen. Herbstritt. Auch immer ein Mann, der gut Tore machen kann. Heibrecht ist auch dabei. Noch nicht so viel Eiszeit bekommen, der Heibrecht. Jetzt ist er wieder auf dem Eis. Jetzt aber eine absolute Besetzung gerade gewesen. Schmutz. Der neue Bergmann dazu vielleicht. Ah, jetzt Bergmann. Ah, der Puck geht weit weg. Die Zeit läuft runter, die Zeit läuft runter. Aber wir wollen es zu Ende bringen. Wir wollen es schaffen, liebe Zuschauer. Das ist alles möglich. Jetzt hier Bergmann, Heibrecht, Herbstritt, Schmutz, Schweizer. Da war jetzt die absolute Top-Besetzung auf dem Eis gerade.
Aber wir haben wirklich so gute Spieler in den Reihen. Das muss möglich sein. Jetzt Joker, auch der hat schon getroffen. Armani hat schon mal getroffen hier. Er hat auch schon mal einen Wendepunkt eingeleitet. Was kann der Bröme im dritten Drittel noch machen? Er kann mehr Attacking machen. Und mehr aggressives Spiel. Und er geht jetzt noch voll drauf. Drittes Drittel, noch mehr offensivere Anweisungen für Dr. Udo Brömme an die Mannschaft. Unser Head Coach, der steht gebannt am Eis. Ja, schon Erklund mit der Strafe. Ja, das ist diese offensive Ausrichtung. Es steht 2-1 für Kassel. Nimmt Kassel hier die Punkte mit? Drei Stück. Oder können wir noch Schweizer jetzt mit einer Zeitstrafe? Ja, jetzt wird es ruppiger. Aber auch auf der Gegenseite wird es jetzt ruppiger. Das heißt, Gleichstand wieder. Wir liegen immer noch mit einem hinten und es ist ein sehr schwieriges Spiel. Auch Eberhofer, der sich hier wieder gut anstrengt. Schätzle, Matzen. Da geht noch nicht viel. Wie viel Eiszeit hat Bergmann? War auch schon insgesamt 20 Minuten seinem Comeback jetzt wieder auf dem Eis gestanden. Jetzt, ja, ja, Daniel Schmutz. 2-2, Heibrecht und Kenny legen vor. Super geil und die sind mit dabei. Und jetzt wäre es eine Overtime von Entenhausen. Dann hätten wir einen Punkt sicher. Schon mal. Darf man nicht vergessen, in der Overtime, die Overtime zu erreichen, hat erreicht einen Punkt mindestens sicher habe schon. Aber vielleicht werden es nochmal drei und Oliver Herbstritt. Und da kommt der erste Assist von Rocky Bergmann und Daniel Schmutz. Der Bergmann hat den ersten Assist Point jetzt geholt. Und Olli Herbstritt, drittes Spiel dann noch. Und es steht jetzt 3-2 für Entenhausen. Jetzt hat die Mannschaft den Dreh raus. Brömmes offensive Taktik, einmal das erste Drittel noch ein bisschen verpennt hat. Und jetzt wird es ein Sturmlauf werden. Ja, die meiste Eiszeit natürlich Rocky Bergmann. Aber 23 Minuten jetzt auf dem Eis gestanden. Und hätte schon einen Assist Point geholt. Starke Leistung. Jetzt geht's weiter. Es ist noch nicht alles hier. Uiuiui, bloß jetzt keinen Fange. Und Rocky Bergmann. Und da ist das erste Tor. Unfassbar. Rocky Bergmann kommt zurück. Hatte Assist ohne Tor. Schweizer und Valvorik, Wahnsinn, 4-2 und sogar Rocky Bergmann. Besser hätte sein Hockey-Comeback hier nicht sein können, Rocky Bergmann. Er macht da sogar eine Assist und ein Tor. Und jetzt haben wir das Spiel tatsächlich wieder noch deutlich gewonnen. Das ist super gelaufen. End of the game. Und so schaut's aus. Und getroffen hat... Hier, die sind getroffen hier für Kassel. Valvorik, Schmutz, Herbstritt und Bergmann. Ah, okay, der hatte schon mal ein Tor, der Bergmann. Ah ja, stimmt, das ist ja, stimmt, ich habe den ja von einem anderen Verein geholt. Der hieß ja auch anders, den habe ich umbenannt. Den habe ich ja von Karlsruhe geholt. Stimmt, da hat er schon mal getroffen. Aber noch als unter einem anderen Name. Ich habe den ja dann in Rocky Bergmann umbenannt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Training Report. No way. Ja, brauchen wir jetzt nicht hier. Delete all messages. Brauchen wir nicht mehr bearbeiten, den ganzen Schwachsinn hier. München. Speichern wir mal. Was sagt die Tabelle der Liga im Moment? Ja, also... Es war das 47. Saisonspiel
und es läuft sehr gut. Also die Playoff-Teilnahme sollte uns nicht zu nehmen sein. Gehen wir mal rein. München. Simulieren das Spiel und 4-2. Hinterhand wieder auf einem guten Weg. Auch Bergmann wieder super dabei. Was hat er gemacht, der Bergmann? Ein Tor hat er gemacht. Schätzle, Bergmann und nochmal Bergmann. Also, du musst ja nochmal gedrückt drauf haben, der Bergmann. Ah, da vorne noch Bergold. Läuft gut, läuft gut. Und die Tabelle weiter vorne. Also Kaufbeuren kann uns jetzt momentan nicht mehr folgen. Freiburg, gut. Ja, Freiburg rutscht jetzt ein bisschen weg. Duisburg ist jetzt sehr stark. Die waren noch vor einigen Wochen in dem Spiel hier noch Neunter, Achter, Neunter. Die sind auch gut dabei, die Playoffs zu erreichen. Dann Rhein-Fire Köln, Offenburg, Düsseldorf. Da hinten wird es noch spannend. Auch Malderdingen noch nicht weg. Offenburg hat sich jetzt eingeholt. Play Game. Karlsruhe ist nächste. Gehen wir mal da rein. Die Reihen lassen wir jetzt einfach so und. Oh, das ist deutlich. 1 zu 8. Zu Hause Karlsruhe abgeschossen. Also das kann man schon sagen, dass man die abgeschossen habe. Gucken wir doch mal, wer alles getroffen hat in dem Spiel hier. Valvoric, Fuchsi, Bergmann. Also der Bergmann hat sich gelohnt für uns. Damit wären wir schon bald unschlagbar. Da höre ich schon die erste Schreie. Das soll doch mal ein anderer Verein nehmen, der Weißler. Aber wir sind sehr stark. Wir sind sehr stark. Dann Heibrecht getroffen. Herbstritt und Beißler, Valvoric und Schmutz. Schon 29 Treffer der Schmutz. Schon unser bester Mann bisher. Und die Enten aus der Hockey Tigers sind jetzt da vorne erstmal nicht mehr einzuholen. Also die Playoffs sollte mehr wie nur drin sein. Also wir sollten es locker in die Playoffs reinschaffen. Und wie man dann in den Playoffs abschneidet, das wird man dann sehen. Nächstes Spiel gegen Rostock. Da ist einer von Freiburg verletzt. Okay. Scouting Report. Henning Riegel heißt da einer in Hamburg. Okay, Henning Riegel. Nächstes Spiel Rostock. Läuft gerade sehr gut. Auch das werden wir simulieren. Und was wird's? Was wird's? 3-0, ja. Rostock auch unter die Räder gekommen. Getroffen hat Daniel Schmutz. Daniel Schmutz. Und Schröder Schmutz jetzt schon mit 31 Treffern. Das ist unser bester Torschütze, der Schmutz. Also der. Hannover ist unser nächstes Game. Zu Hause gegen Hannover. Auch das simulieren wir mal. Gucken wir mal. Und. Alter, ist die Mannschaft heftig drauf. 1 zu 8 Karlsruhe abgefertigt. 1 zu 7 zu Hause Hannover abgefertigt. Gucken wir uns mal an, wer hier alles wieder getroffen hat. Daniel Schmutz. Valvoric. Schmutz. Schweizer. Valvoric. Schneider. Kenny. Beißler hat auch Assists gemacht, also ja, 51 Spiele jetzt. Wir sind auf dem Weg in die Playoffs. Wir sind schon in den Playoffs und wir brennen schon darauf. Wir kommen bald in die Playoffs. Ja, da kommt Freude auf. La 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 la. Ja, wollen wir es nicht weiter austreiben hier. Karlsruhe.
Kaiserslautern, die hin also auch nichts mehr mit den Playoffs zu tun da unten. Rostocks nächstes Spiel gegen Duisburg. Ich glaube, das nehmen wir mal wieder mit. Das dürfte ein Auswärtsspiel sein. Ach, wir müssen ja einfach mal in die Homepage. In Duisburg, genau. Und da mal gucken, ob der Lutschak wieder mitspielt. Denn der Lutschak hat ja letztes Mal gefehlt. Einmal war das Spiel wieder mit. Eiszeiten passt. Können wir mal gucken. Duisburg. Und ist der Lutschak wieder dabei? Ja, der Lutschak ist wieder dabei. Sehr schön. Und da würde ich sagen, das ist es doch wert, wieder mal für ein Live-Spiel, meine Damen und Herren. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen simuliert, ein paar Spiele. Gehen wir mal wieder live in im Plexiglas Center. Auch die Halle gibt es so in echt nicht. Die habe ich auch erfunden. Im Plexiglas Center in Duisburg gegen Entenhausen. Und mein Arbeitskollege Lutschak, letztes Mal war er noch verletzt. Jetzt ist er wieder mit dabei. Ole, Entenhausen, Duisburg, Entenhausen. Ja, mal 1:7 im letzten Spiel zu Hause in Hannover. Also Entenhausen, wir mal wieder eine Über. Hat ja mal so eine Schwächephase drin, wo wir mal ein bisschen abgerutscht waren, aber lange Kaufbeuren geführt hat. Aber mittlerweile haben wir uns deutlich wieder abgesetzt. Valvoric mit der Zeitstrafe hier. Ich würde mal sagen, das wäre auch, glaube ich, ein schönes Spiel, um die Folge dann zu beenden hier. Gegen Duisburg. Und da gucken wir mal, was jetzt nächstes kommt. Ich habe schon gesehen, ein Spiel gegen Köln dann zu Hause. Franz mit einer Zeitstrafe, auch einer unserer Jugendspieler. Lutschak hatte Kenny getackelt. Ah ja, ist ja lange verletzte Lutschak jetzt wieder zurück im Spiel. Gibt alles dieser Lutschak. Erste Drittel geht rum und Römme ist nicht ganz zufrieden, wird die Taktik wieder umstellen, ein bisschen intensiver. Mehr Schüsse, mehr Passing aus Tempo, ein bisschen höher setzen. Also Römme geht jetzt schon offensiver, das sind schon wieder eingeschlafen im ersten Drittel, also ist da schon wieder mehr komme. Erste Drittel immer so ein bisschen, wo man rein braucht, reinfinden müssen. Aber meistens war es mir im zweiten Drittel immer am stärksten und im dritten. Matthias Schweizer mit dem Tor. Bergold und Valvoric. Ja, da hat sich doch die Taktik ausgelöst. Duisburg ja eigentlich keine schlechte Mannschaft. Mittlerweile jetzt auf 4 vorgekommen. War ja lange Zeit 8., 9., 10. immer. So, ist jetzt mittlerweile auf die 4 vorgekommen. Gute Chance, auch in die Playoffs zu kommen, Duisburg. Und da haben wir dann die 8 Teams an und die Chance auch deutscher Meister zu werden. Entenhaus natürlich mit dem Top-Kader. Da muss man sich ja belohnen zum deutschen Meister werden. Wie viel Eiszeit hat mein Arbeitskollege schon gekriegt? Der Lutschak. 10, ein paar von 11 Minuten war der schon auf dem Eis. Matthias Lutschak, ja, auf den
schaue die Scouts von Entenhausen auch ganz besonders, weil das mal ein Mann seine Stimme sich auch mal holen könnte, Matthias Lutschak. Er hat noch ein 2-Jahres-Contract in Duisburg. Da möchte er auch noch dort bleiben ein bisschen. Aber auch Karlsruhe wird ihn gern holen, der Lutschak. Vielleicht schon eine neue Saison, man weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie das dann läuft. Ich glaube, es gibt dann auch wieder eine neue Draft-Runde. Da wird dann auch wieder gedraftet zur neuen Saison. Kann man ja auch wieder den ein oder anderes Talent dann rauspicken. Leverhofer hat der Schusschoss gehabt, vereitelt vom Lutschak. Und da gibt es ein Tor. Armani. Mit Valvorik und Kenny als Vorbereiter. 2-0. Nicht zu stoppen, Entenhausen. Auch der Armani schon, bestimmt schon sein 9. Treffer in der Saison. Lutschak hat schon 2 Chancen gehabt, die hat Leverhofer vereitelt. Und Erklund, Heibrecht und Valvorik. Also der geht auch richtig ab hier, der Valvorik in Sachen Assists. Ja, das kennt man noch aus Pro Evo damals. Da war er auch immer der Top-Mann hier über die Flügel. Da ging immer was bei Valvorik über die Flügel. Und das macht er hier gerade im Eishockey genauso weiter. Zweites Drittel, gehen wir mal durch. Ah, Lutschak, wieder eine Zeitstrafe. Da geht hier schon rustikal zu Werke. Schon mal der besondere Fokus, wenn es gegen Duisburg geht, auf den Lutschak. Ein Mann, den die Scouts doch gerne irgendwann auch nach Entenhausen holen wolle. Ich sagen muss, wir sind ja schon ein absoluter Top-Kader. Er wäre ja nur noch eine Bereicherung, der würde ja den Kader überdimensional noch verstärken. Aber der könnte auch keine Chance haben. Da, obwohl im Eishockey ist es ja so, dass da jeder, der aufgestellt wird, Eiszeit bekommt. Also so einem großen Team kann man schon was bewegen. Wir hatten eigentlich von uns wieder die meiste Eiszeit. 20 Minuten natürlich wieder Robby Bergmann und Pontus Ellison. Lutschak hat einen Assist geholt. Beim 1:3 hier. Bergmann wieder der Meister auf dem Eis gewesen. Also der hat das Comeback von Bergmann hat sich für uns natürlich richtig gelohnt. Der ist einer, der noch mehr ackert, der die Mannschaft noch weiter nach vorne bringt. Unser R. Bergmann. Reicht noch nicht ganz, reicht noch nicht ganz. Ah, der Eberhofer, das ist schon der Top-Torhüter. Der Eichert zwischendrin auch mal wieder spielen dürfen, aber Eichert ist halt nicht so stark als der Eberhofer. Und Damian Schätzle macht noch ein Tor, 4-1. Beißler und Bergold mit den Assist-Punkten. Ja, jetzt dürfte das Sache für Duisburg gegessen sein. Das dürfte Entenhausen jetzt locker mit heimnehmen, das Ganze. Die 3 Punkte mit nach Riegel nehme und weiter die Ambitionen Playoff. Ich denke, das Playoff dürfte schon bald auch vorzeitig entschieden werden, dass wir da reinkommen, weil der Vorsprung ist gut, weil Rorik jetzt eine Zeitstrafe. Und Günzel macht noch ein Tor, Vorbereiter Lutschak, der sich jetzt da noch weiter einbringt. 4:2. Geht ja auch vielleicht ums Torverhältnis noch. Es ist ja auch wichtig, noch Tore zu machen.
Luchak jetzt gegen Beißler im Duell. Da kennen sich zwei sehr gut. Armani, Erklund. Und Erklund, der Schwede. Schneider mit dem Assist. Also die Jugendspieler wieder. 5-2. Alter Abstand hergestellt. Und das war's. 5-2 Sieg in Duisburg. Starplayers Luchak für Duisburg, Valvorik für uns. Ja, das macht in der Tabelle. Sehen wir es nochmal. Schweizer, Armani, Erklund, Hetzle. Luchak hat auch schon 30 Assists mittlerweile. Wahnsinn, dieser Luchak. So, und da haben wir das nächste Spiel, aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, denn es ist jetzt eine gute Möglichkeit, um einen Break zu machen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Franchised Hockey Manager 5. Ich sage auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal.